Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Gold Rush The Game. So, wir holen gerade die letzten Reste hier raus. Mal gucken, wie lange das dauert. Wir haben 5,7 Gold. Das waren jetzt so 2, 3 Ladungen voll, die ich jetzt mal durchlaufen habe lassen. Und so, ausgeschaltet. Schalt mal hier mal alles aus, weil ich habe zu viel. Ich habe gerade alles laufen. Und das muss jetzt nun wirklich nicht sein. So. Weil sonst ist der Sprit nämlich relativ fix leer und das ist genau das, was wir jetzt gerade nicht brauchen. So, einmal Ladung geht jetzt wieder weiter. Apropos, wie der Wasseranschluss, über was wird denn das angeschlossen, das Ding? Hier mal Starkstrom. Schaut aus, als hätte hier Wasseranschluss irgendwo. Ich weiß noch nicht wo. Jetzt pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes, bevor der Bagger geliefert wird. Und zwar, wir fahren das Ding jetzt mal woanders hin. Weil hier oben, das scheint wohl, als ob man da dann noch irgendwas anderes mitmachen muss. So. Auf geht's. Wir fahren unser Gerät hier jetzt hier an die Grenze ran. Und zwar hier ran. Weil hier kann ich mir vorstellen, dass es auch tatsächlich dann arbeiten wird eines Tages. So. Dann werden wir vermutlich, werden wir jetzt Verlängerungskabel brauchen. Da gehe ich mal fix von aus, dass das nicht einfach so geht, sondern dass wir hier tatsächlich auch mit ganz arger Verlängerung arbeiten müssen. Oh nein, echt jetzt? Nein. Differentialsperre ist... D? Nee. YouTube. Unterstützungssysteme? Nein, oder? Mhm. Da muss ich mal ganz kurz ins Menü schauen, glaube ich. Einstellungen, Steuerung, Tastatursteuerung. Differentialsperre. Schauen wir mal schnell. Ach, warte mal. Noch, warum so kompliziert? Differentialsperre ist Q. So, weiter geht's. Die lustige Luzi. Also 5,8 mal Gold, das hat man gerade eben schon mal ganz gut hinbekommen. Damit hier auch ein bisschen, wie soll ich sagen, was Sinnvolles mit anzufangen. Und jetzt kommt Teil 2, wo wir sagen, jetzt holen wir den Bagger erstmal nach Hause. Weil das ist, finde ich, jetzt die wichtigste Anschaffung, die wir Zeit unseres Lebens hier im sagen wir mal, Goldfachgeschäft, ja. Seither haben wir eigentlich nichts Wichtigeres als das bisher machen sollen. Nämlich diesen Bagger besorgen. Denn mit diesem Bagger kommen wir nämlich in Gefilde, wo es wirklich interessant werden kann. Und wo dann die Maschinen irgendwann immer, immer größer werden. Und deswegen fangen wir jetzt, wie gesagt, wir müssen jetzt, ich veredle jetzt erstmal schnell das Gold. Und wir müssen auch unbedingt dann nicht nur den Bagger transportieren, sondern auch, wir müssen den Bagger ganz dringend sogar. Dann müssen wir auch noch Wasserverteiler auch kaufen, Stromverlängerungsmodule oder irgendwie, wie man auch immer das nennen möchte. Ich werde das dann alles... wir haben genug Kabel und Wasseranschlüsse. Ich denke mal, wir werden dann aus den bisherigen bestehenden Sachen, wenn wir auch ein bisschen das Zeug rausnehmen, wenn den Verteiler vielleicht woanders hinschrauben und solche Geschichten. Das werden wir dann alles machen. Nee, warte mal. So. Moinsen! Na? Kosten tut das nicht viel. Wir schmelzen das Gold ein. Wir haben einen Barren bekommen. So, rein das Ding.
Und los geht's. Ich park dann auch gleich wieder da, wo wir sonst auch immer parken. Wir haben jetzt 9 Uhr irgendwas, also das mit den Krediten ist auch eine feine Sache, muss ich sagen. Also, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr einen Kredit hier in dem Spiel holt, keine Sorge. Also, selbst wenn ich jetzt mit Hand weiterarbeiten würde, ich würde den Kredit locker bezahlen können. Auf die Laufzeit ist das eher die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn vorher abbezahle. So, Goldbarren verkaufen. Diese Unze verkaufen, 7000, das passt. So, jetzt wieder zurück. Und jetzt kommt der wesentliche Aspekt des Ganzen. Die haben unseren Bagger erstens mal versteckt. Das finde ich ja schön höchst illegal. Aber bei der Police Station ist es wahrscheinlich, dass sie dir eher das letzte Hemd nehmen, als dass sie dich da supporten. Jetzt ist die große Preisfrage. Also, wir brauchen Verteilerdosen in alle Richtungen. So, also hier einmal einen Stromverteiler. Mindestens einen. Ich kaufe 2. Für kleine Sachen kaufen wir auch nochmal einen. Um die Steckdosen nochmal einen Ticken zu verlängern. Hier haben wir das Gerät haben wir auch. Das ist ein Wasserverteiler. Thin Hose Connector. Verbindungsstück. Davon werden wir auf jeden Fall mindestens 2 brauchen. Ich hoffe, es reichen 2. Ich nehme davon nochmal ein Schläuchchen mit. Den lassen wir mal. Und von den großen haben wir genug eigentlich. Reicht uns das? Waschtischdüse. Batterie. Eimer könnte man nochmal 2 kaufen. Gut, Kanister kaufe ich jetzt mal keinen. Okay. Auf zum Laden, zur Theke. 150. Wie gesagt, wir haben 7600 jetzt. Selbst mit der Lieferung. Also wir müssen das ganze Zeug ja geliefert bekommen. Also ich meine jetzt eher den Bagger. Da haben wir überhaupt gar keine Bauchschmerzen mit. Also wirklich überhaupt keine. Da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Das wird jetzt. So. Die letzten Reste. Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen mehr. Ich kaufe immer ein bisschen mehr. Lieber haben wir dann wirklich diese Verteiler und so Zeugs alles daheim. Aber wenn man nur einen brauchen, brauchen wir nur einen. Das ist in Ordnung. Lieber so, als dass wir jetzt 5 bräuchten und wir haben nur einen gekauft und dann geht er gar nichts. Dann müssen wir wieder herfahren. Ihr versteht, glaube ich, das System, was ich dahinter verfolge. Ich versuche jetzt ein bisschen Lagerbestand aufzubauen. Von diesen Dosen kannst du nie genug haben und wenn du 5 brauchst, dann hast du 5 vielleicht gerade zufällig im Schrank liegen und dann brauchst du keine mehr. Deswegen auch grundsätzlich immer was mitnehmen. So, dann einsteigen. Und dann lass uns mal kurz zum Maschinenpark fahren und lass uns mal einen Bagger liefern, der uns eigentlich schon gehört und den wir irgendwie hier nicht retten können. So, raus aus der Bude. Moinsen! So. Wird nach Hause geliefert. Ich hoffe, der fährt jetzt... Wäre cool, wenn der jetzt hier noch von irgendeinem Typen rumgefahren wird. Aber so viel Glück haben wir, glaube ich, in dem Spiel noch nicht. Wobei, wie gesagt, das Spiel macht sehr, sehr vieles richtig. Also es motiviert mich gerade in dieser einen Session, die ich gerade aufnehme, motiviert mich dieses Spiel ungemein immer wieder weiterzumachen, immer neu weiterzumachen, weil du sehr, sehr... Also das Balancing vom Geld hier ist sehr, sehr gut gemacht. Ja? Also du bist permanent in der Lage, du könntest es fast, aber du brauchst noch ein bisschen mehr. Ja? Und das motiviert mich persönlich dann wahnsinnig, wenn du natürlich so unerreichbare Ziele hast, wo du sagst, boah, jetzt muss ich 5 Stunden erstmal shippen, ja, bevor dann irgendwas weiter passieren kann, dann hat da kein Mensch Bock drauf. Aber die machen das hier wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Und ich habe da auch echt immer wieder Motivation, nochmal eine Folge mehr dran zu hängen, obwohl ich echt nur mal ein bisschen euch zeigen wollte, wie das Spiel funktioniert, wie es aufgebaut ist. Und, vielleicht habt ihr ja Bock drauf. Wenn ihr Bock drauf haben solltet und habt es euch noch nicht gekauft, schaut mal in die Videobeschreibung rein. Ich verlinke euch da meinen einen Keyseller. Der hat das gerade relativ günstig für, ich glaube, 20 im Angebot. Kann natürlich auch sich variieren. Kann jederzeit sich ändern. Wenn ihr da Bock drauf habt, bestellt es doch einfach über den Link. Ich kriege dann eine kleine Provision dran. Ich bin auch ganz ehrlich, ich markiere es auch in jedem meiner Videos unten drunter. Und ihr könnt mich ein bisschen unterstützen, wenn ihr das möchtet. Und... ja, wir haben eine geile Zeit zusammen. So ist der Plan dahinter. Brennt jetzt eigentlich gerade der Motorraum? Nee. Gut. Das ist das Ding. So, jetzt gehen wir zu unserem Bagger der Leidenschaft. Oh, er steht schon so sensationell geil da.
Finde ich ja an sich schon mal mega. Moinsen! So. Und jetzt? Bedienmodus. Shift. Nee. Fahrermodus. Achso, wir müssen erstmal... Ist das mega oder? Ist das mega oder ist das mega? Let the Raupe beginnen und so. Ah, wie geil das ist, wie gut mir das gefällt, meine Freunde. Das ist mega. Wir fahren den gleich hier rüber, weil da braucht man. Aber schnell ist natürlich, deswegen wird er auch geliefert, ne? Weil so kannst du natürlich auch nicht auf dem Feldweg fahren. Ne? Zeugst ja den Stau auf Evilness. Der ist halb voll, wird er gerade mal geliefert. Also haben sie uns, glaube ich, schon ziemlich abgezockt, die Freunde der Nacht. Aber gut. Wir wollen jetzt nicht meckern. So. Ich hau dann hier die Bremse rein. So. Und schalte den Motor aus. So, aber hier ist nämlich der abgesteckte Claim, da wollen wir hin. Jetzt hole ich erstmal, pass auf, jetzt hole ich erstmal einen Eimer her, weil ich glaube, hier müssen Eimer hin. Und dann verlängern wir hier die ganze Kabellage vorüber. Ja, komm. So, erstmal einen Eimer, weil dann haben wir nämlich das schon mal erledigt. Wasser brauchen wir als nächstes, das heißt, wir werden Wasseranschluss rüberlegen. Wie gesagt, ich vermute mal, dass der Wasseranschluss hier irgendwie anders läuft. Da kommt ein Eimer hin. Perfekt. So, hier ist der erste Eimer. Hier drüben kommt keiner hin, oder? Nee. So, also wir brauchen auf jeden Fall einmal Starkstrom, auf jeden Fall. Und ich vermute mal, irgendwo hier muss noch der Wasseranschluss gewesen sein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine große Wasserbuchse haben. Ich sehe es zumindest nicht. Na gut. Alles klar. Der Deal ist jetzt folgendermaßen. Wir schließen jetzt als allererstes mal hier ein paar Sachen an. Ich weiß nicht, wie viele hatten die Pumpe an Leistung. Die hat einen Anschluss, ne? Einen Out-Anschluss. Die hat noch einen großen Out. Ich weiß nicht, wie weit das geht. Da hört's auf. Okay. Ich denke mal, das Ding braucht auf jeden Fall einen großen Anschluss. So, angeschlossen ist Nummer 1. Dann haben wir uns gleich Nummer 2 hier. Wir haben ja genug von den Schläuchen gekauft. Genau aus solchen Gründen. Genau aus solchen Gründen. Ob wir vielleicht mit dem auch hinkommen, ich weiß es noch nicht. Wir kommen relativ weit. Ne, da kommen wir bis dahin. Und dann ist hier auch dicht. Siehst du, und deswegen lieber einen zu viel kaufen als einen zu wenig. Die Dinger kosten ja nichts. Das ist ja nicht der Punkt. Ja. Die kosten nicht die Welt. So. Numero due. Und jetzt kommt der letzte. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Anschluss. Ich hoffe nicht, dass die diese Regenrinnen-Dinger brauchen. Ansonsten lassen wir das trotzdem mal da liegen. Wer weiß, wann wir noch Wasser brauchen. Im Zweifel montieren wir es halt ab. So, gucken wir mal schnell. Wo ist hier ein Anschluss? Ich habe keinen Plan, wo man das Ding hier anschließen muss. Aber irgendwo muss hier wohl ein Wasseranschluss geben.
So. Ich lasse den mal hier liegen gerade. Sag jetzt nicht, wir brauchen wirklich so ein kleines Ding. Das wäre so doof. Aber auch dann hätte ich noch eine Möglichkeit, und zwar, wir machen jetzt Plan B. Wir machen Plan B für die Liebe, meine Lieben. Wir nehmen das ganze Gerät jetzt einfach mal mit, ja, hier rüber. Dann pumpen wir halt das Wasser durch die lange Schlauchverbindung an. Und sagen halt, das ist unser Inn. So, dann ist halt das die Pumpe. Warum nicht, ja? Dann pumpen wir halt über diese ganz lange Schlauchverbindung, pumpen wir halt aus dem See Wasser oder aus dem Flussbett hier Wasser weg. Ja, dann liegt das halt so. So, blub, da liegt es drin. Das können wir aber anders auch noch brauchen. So. Dann haben wir das Wasser. Jetzt brauchen wir natürlich einen von diesen Dingern hier. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass wir so ein Ding brauchen. Ich hoffe auch, dass das System so funktionieren kann. Wie gesagt, Strom. Dann werden wir den ganzen Generator hier hochbringen. Dann werden wir halt hier unser Projekt starten. Ups. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt besser funktioniert, aber das funktioniert tatsächlich. Hier wird verrückt. Nochmal Wasser. Keine Ahnung, ob da Wasser jetzt kommt oder nicht kommt. An innen angeschlossen ist er auf jeden Fall. Ah, warte mal, müssen wir die aufmachen? Aufnehmen? Z? Können wir da irgendwas machen? Nee. Die sind, glaube ich, schon offen, die Dinger. Gut, okay. Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes, dann bringen wir jetzt erstmal Strom hier hinter. Wie gesagt, da mache ich mir jetzt gar keinen Kopf. Dann nehmen wir einfach das ganze Teil mit. Dann brauchen wir auch nicht so viele Verlängerungen. Die können wir immer noch bewenden. Aber das macht jetzt im Augenblick erstmal so folgenden Sinn, dass wir hergehen und sagen, okay, wir lassen den Stromgenerator hier zum Beispiel hin, ja. Da können wir nämlich auch die Verteilung dann wiederum machen, weil die brauchen wir ja so oder so. Auch wenn natürlich die große Maschine erstmal einen Starkstrom braucht. Da kommen wir nicht drum rum. Deswegen nehme ich jetzt als allererstes auch mal den Starkstrom hier mit. Die Verteilerei kommt dann später. Die werden wir dann auch umlegen auf das Teil. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. Ich hoffe bloß, dass hier Wasser gepumpt wird, dass das funktionieren kann. Lass mal Strömchen laufen. Strom ist drauf. Und jetzt? Jetzt pass auf, ich glaube, wir brauchen hier noch mehr Wasser. Kann das sein? Wir könnten ja mal alles, pass auf, wir machen jetzt mal Trick 17, ja? Wir machen jetzt mal Trick 17.
So, wir haben ja eh hier sau viel Zeug. Na komm. Wir fahren jetzt einfach die ganze Kutsche rüber. So. Alles mitnehmen. Wie gesagt, man weiß nie, wann man so ein langes Gerät hier immer wieder braucht. Ich hoffe, das spielt keine Rolle, ob das verdreht ist oder nicht. Ich denke jetzt mal nicht. So. Alles drauf auf die Kutsche. Stromkabel, wie gesagt, kann man immer genug brauchen. Wenn wir 5000 dabei haben, dann sind wir gut dabei. So, dann nehmen wir das noch mit. Wie gesagt, Ladungssicherheit wird bei uns groß geschrieben. Das ist unser Leben, ja. Ich sag's immer wieder gerne. Noch mehr in Ladungssicherheit kann niemand investieren als wir. So, ein Eimer ist drauf. Dann holen wir den nächsten. Bleibst du drin? So, fein. So, pass auf, jetzt haben wir hier noch bestimmt noch ein paar sowas hier rumliegen. Sowas. Brauchen wir mit Sicherheit auch noch, solche Matten. Keine Ahnung, ob wir die brauchen, ich weiß es nicht. Ich lade es einfach mal auf. Einen ganzen Schrott kommt mal drauf. Ich hoffe, wie gesagt, dass das mit dem Wasser funktioniert. Meine Lieben, ausprobieren werden wir es in der nächsten Folge, denke ich. Und bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Habt eine wunderschöne Zeit. Lasst euch verdammt nochmal richtig gut gehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin. Habt eine tolle Zeit. Ja. Euer Zwerg. Auf Zwerg-Tube. Ciao.